Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette. Gedäsch ist abpfiffen worden und schon wird wieder abpfiffen. Das ist das Kickoff in der englischen Woche. Grüß euch miteinander. Schön, habt ihr eingeschaltet. Ich freue mich natürlich sehr auf euch daheim, aber ich freue mich auch sehr auf unsere beiden Experten, auf Philippe Montandon und auf Gaetano Cialanza. Ich habe es gesagt, die englische Woche, Philippe. Hast du es gerne als Spieler? Ich habe es geliebt. Aber Spieler waren die Momente, wo du gewusst hast, jetzt spielst, ein Highlight kommt nach dem anderen. Das Training war ein bisschen reduziert. Wir mussten dementsprechend nicht so trainieren, aber wir hatten doch jede Punkte wieder gehabt. Wir konnten Niederlagen gerade wieder ausmerzen, aber wir konnten auch, sagen wir, Erfolgserlebnisse mittragen und dementsprechend nichts Schöneres geben für einen Fußballer. Gibt es Mannschaften, wo die englischen Wochen mehr liegen als die anderen? Kann man das so pauschal beantworten? Ja, das kann man schon. Wenn du gerade einen guten Lauf hast, dann freust du dich gerade 3 Tage später wieder zu spielen und dann nimmst du den Schwung gerade mit. Aber es kann natürlich auch anders gehen. Wenn es nicht so läuft, dann sagst du lieber, als Trainer sagst du lieber, hast du eine Woche mehr Zeit, um die Mannschaft wieder vorzubereiten. Aber wie gesagt, es sind positive und negative Sachen in der englischen Woche. Ja, ich würde sagen, werfen wir doch einen Blick auf das Spiel von morgen und übermorgen von dieser 27. Runde. Wir setzen ein paar Schwerpunkte in unserer Sendung. Zum einen reden wir ein bisschen länger über FCZ. Sie haben ja in den letzten 4 Monaten nur gegen GC und Xamax gewonnen. Dann natürlich auch spannend, IB gegen Luzern oder Luzern gegen IB. Besser gesagt, gibt es da die Revanche vom Meister und der FC Thun. Die 5 letzten Spiele haben sie nicht mehr gewinnen können. Was ist dort los? Anfangen tun wir aber mit dem FCZ. Die Zürcher, die haben ja letzten Samstag keinen guten Match gegen FC Sion und dementsprechend sind darauf ab eben auch die Schlagziele gewesen. Zum einen hat es geheißen, der FC Zürich findet nicht in die Spur. Sion bezwingt ein schwaches FCZ und der FCZ stagniert. Sie hatten nur eine erwähnenswerte Offensivaktion, eine Torchance, sonst ist eigentlich praktisch nichts gegangen. Sie haben das Ziel, die europäischen Plätze zu erreichen. Für das war dieser Auftritt schwach gewesen, oder seht ihr das anders? Ja, ist jetzt, glaube ich, vermessen, so eine Zielsetzung an einem Spiel aufzuhängen. Aber glaube, wenn man die ganze Entwicklung anschaut vom FCZ, ja, die Stagnation ist, glaube ich, nicht nur resultatmäßig da, sondern auch leistungsmäßig sind sie immer auf der Suche nach dem Optimum, was meiner Meinung nach noch nicht gefunden haben. Ich habe es vorhin gesagt, in den letzten 4 Monaten haben sie nur das Schlusslicht GC geschlagen und Xamax auf dem Barrageplatz. Sie sind im Moment 4. Tabelle, aber muss man sie von den Leistungen, die sie im Moment zeigen, tiefer einordnen eigentlich? Also wenn wir jetzt das Resultat anschauen, sicher. Oder? Und eben, wie gesagt, wie Philipp auch gesagt hat, sie stagnieren sicher jetzt. Sie haben sehr gut angefangen. Europäisch einen super Wettbewerb gemacht, weitergekommen, qualifiziert. Aber dann ist in der Meisterschaft haben sie einfach abgegeben. Und jetzt in der Rückrunde merkt man, sie haben nur Xamax und GC geschlagen. Und von dem her ist da schon ein Problem jetzt da. Ja, das Saisonziel vom FCZ, ich habe es vorhin gesagt, die europäischen Plätze. Aber mit Leistungen wie jetzt letzten Samstag könnte es unter Umständen ganz schwer werden, das Ziel dann wirklich auch zu erreichen. Ludovic Magnin und seine Mannschaft haben gelinde gesagt schwierige Wochen hinter sich. Nur Stadtrivale GC war in der Super League Rückrunde bis jetzt noch schlechter als der FC Zürich. 8 Punkte aus 8 Spielen sind klar zu wenig. Vor allem mental keine angenehme Ausgangslage für die anstehende Hammerwoche. Ich glaube, die Sachen sind nicht in Füße, sind nicht in Herz, sind eher im Kopf gewesen die letzte Woche. Und ich hoffe, dass zu Hause gegen Gegner wie der FC Basel aber diese Kopfsache sich lösen und wir werden da ein ganz anderes Gesicht zeigen. Dass alles viel besser wird in ein paar Tagen, naiv bin ich auch nicht, aber ich erwarte schon eine gewisse Reaktion meiner Mannschaft und ich traue meiner Mannschaft das auch zu. Bei der Ursachenforschung für die zuletzt fehlende mentale Stärke nimmt sich der Trainer selber in die Pflicht. Er sei in den letzten Wochen vielleicht etwas zu ruhig geworden. Auslöser war diese Szene beim Rückrundenauftakt in St. Gallen, als Magnin sich zu fest beim Schiedsrichter beschwerte und auf die Tribüne musste.
Und deswegen habe ich daran gearbeitet und vielleicht mein Coaching mit der Mannschaft ist auch ruhiger geworden. Und das ist wichtig, dass ich die zwei Sachen trennen kann, weil wenn ich erwarte, diese verrückte Mannschaft, wie ich ein bisschen am Anfang getroffen habe, dass der Trainer auch so ist. Und ich will mich diesbezüglich auch nicht ändern. Stellt sich nun also die Frage, kommen mit Manjas Emotionen auch die Siege wieder beim FCZ? Der Ludovic Manja sagt, er sei zu ruhig gewesen. Das ist natürlich eine Selbsteinschätzung. Mir nimmt eure Meinung wunder. Ist er effektiv vielleicht zu ruhig gewesen, zu wenig emotional? Ja, ich glaube, die Emotionen spielen bei ihm schon das ganze, oder die ganze Karriere als Spieler oder als Trainer immer mit und eine zentrale Rolle. Und das ist, glaube ich, einer, der seine Mannschaft auch ein bisschen kitzeln mit Emotionen. Wenn er das nicht mehr macht, wenn er sich selber versucht, sich zu kontrollieren, ich glaube, dann ist er nicht mehr authentisch genug auch der Mannschaft gegenüber. Und dementsprechend, ich glaube, er soll so sein, wie er ist. Und mit dem hat das funktioniert in der Mannschaft. Und ja, er soll sich nicht zu viel Gedanken machen, sondern er soll so das leben, wo er will. Und es ist auch schön für den Zuschauer, der das Ganze verfolgt, wenn jemand authentisch an der Linie ist und auch Emotionen ins Ganze hineinbringt. Er hat immer wieder auch ein bisschen in Aufstellung herumgeschraubelt. Der Rodei auf dem Flügel aussen, der Kevin Rüegg dafür mehr in der Mitte. Hat er vielleicht dort auch zu viel Wechsel gemacht? Es war ja das Ziel, sicher den Gegner zu verwirren, aber wenn am Schluss die eigenen Spieler plötzlich fast mehr Mühe haben, ist es sicher auch nicht optimal. Nein, das ist klar. Du musst eine gewisse Konstanz bekommen. Und wenn natürlich die Resultate nicht stimmen, ist es dann auch nicht einfach. Oder? Aber ich glaube, er ist auch ein Trainer, der sich am Gegner anpasst und je nachdem auch vielleicht ein anderes System will spielen. Oder? Aber ich glaube, eben, die neuen Trainer, die wollen verschiedene Systeme spielen. Die probieren verschiedene Systeme in der Vorbereitung. Und dann, wenn sie sagen, jetzt kommt der Gegner, wo man halt 4-2-3-1 oder mal 4-3-3 spielen, dann macht er das und sagt nicht immer, ich spiele immer einfach das gleiche System. Wie habt ihr es als Spieler gefunden, wenn ein Trainer einen auf eine andere Position hat? Es ist sicher positionsabhängig. Ich glaube, im offensiven Bereich bist du eher ein flexibler. Also sagen wir mal, im Defensivverbund. Also ich denke jetzt mal von mir gesehen, wenn ich als Außenverteidiger plötzlich fungiert habe, als gelernter Innenverteidiger, hat es gewisse Schwierigkeiten gegeben, sich darum wieder einzustellen. Aber jeder hat es gerne, wenn er Konstanz hat. Also wenn du weißt, okay, ich muss nicht gross nachstudieren, ich spiele auf meiner Position und man weiss auch mit den Mitspielern, ja, wie funktioniert der, wie sind die Laufwege, dass man sich dort wirklich auch wohlfühlt. Und wenn man zu viel Wechsel hat, kann man sich wirklich auch ein bisschen in dem Sinne im System verlieren. Benjamin Cololli war zuletzt verletzt, ist auch fraglich jetzt morgen gegen Basel. Hat der FCZ die Durchschlagskraft auch ohne ihn? Also sicher nicht einfach. Er ist sicher einer der wenigen, der die Akzente gebracht hat, mit dem Geliefi vielleicht oder stehenden Ball. Aber sonst eben, der Rodé hat auch Mühe jetzt. Der Sissi hat auch nicht so das gebracht, was man sich erhofft hat. Also es wird sicher offensiv sehr schwierig. Sie haben Sertig geholt, indem sie vielleicht eben die Erfahrung und die Stabilität ein bisschen zwischen dem Defensiven und dem Offensiven kann ein bisschen beruhigen. Aber ich glaube, im Moment haben sie wirklich Mühe. Wer macht Goal beim FCZ, wenn nicht der Cololli? Ja, momentan müssen die anderen Preschen springen, aber ich kann dir jetzt keinen Namen nennen. Eben, es sind viele Wechsel da. Kelif ist sicher immer torgefährlich. Sissé wirkt für mich sehr noch behäbig, ist noch nicht ganz angekommen, glaube jetzt Zürich. Ja, müssen andere Preschen springen, vielleicht mal einen stehenden Ball, Maxi, wo sehr gross ist, kopfballstark ist, dass die mal in Preschen springen in diesem Moment. Kommen wir noch zum FC Basel. Oder Marcel Kohler hat zuletzt ein bisschen rotiert in der Innenverteidigung, der Eray Cömert mit Marek Suchi zusammen. Wie hat euch der Auftritt von Eray Cömert gefallen jetzt am Wochenende gegen Luzern? Ja, hat es ganz gut gemacht und hat auch in der U21 schon ein gutes Spiel gemacht gehabt. Wie gesagt, wir haben ja in der letzten Sendung auch diskutiert, wer wird spielen und so. Und da hat sich dann für den Marek und den Kömmert entschieden und den Balanta und überraschenderweise, sage ich jetzt einmal, den Kuzmanovic von Anfang an spielen lassen. Es ist aufgegangen, sie haben das Spiel gewonnen und jetzt mal schauen, wie er morgen aufstellt. Das heißt, es geht, wie er morgen aufstellt? Was sagt dein Bauchgefühl? Schwierig. Wieder auf den Schömer setzen, weil er es gut gemacht hat? Oder doch wieder wie vorher Balanta hingehen mit dem Suchi zusammen? Nein, ich glaube, es soll nicht ein Stand,
die Standort, also die Standpunktbestimmung gewesen, sondern ich glaube, es ist mal ein Prozess für weiter mit mehreren Leuten, die der eigentlich weiterverfahren. Oder? Und das ist ganz wichtig. Sie haben 5-6 Innenverteidiger im Kader drin und haben dort immer gewechselt. Ich denke, neben der konstanten Suche, die nach der Verletzung jetzt wirklich wieder zu seiner Form gefunden hat, ist es wichtig, dass er eigentlich einen Kompagnon dran hat, der dementsprechend für, sagen wir mal, mittelfristig auch mit dem Suche zusammen funktioniert. Und dort stellt sich die Frage, wollt ihr mit dem Kömmer spielen, wollt ihr mit dem Zambrano, der wieder ein da ist nach der Verletzung, der Ballante, der immer ein hin und her wechselt von Mittelfeld in die Innenverteidigung. Ich glaube, wichtig ist wirklich, was sie in Basel für, mit welchen Spielern sie einfach die Zukunft planen. Ja, an dieser Stelle wechseln wir vom FCZ gegen Basel zum nächsten Spiel, nämlich Luzern gegen IB. Die Berner Young Boys, die könnten am Wochenende schon Meister werden. Das bedingt aber, dass Basel in beiden Spielen jetzt einen Punkt abgibt. Und IB muss beide Spiele gewinnen. Und dort ist eben ein bisschen der Haken, weil sie spielen am Donnerstag gegen FC Luzern. Gegen die Mannschaft, die sie im Göpp rausgefallen sind. Und gegen die Mannschaft, die sie in der Vorrunde im Stade de Suisse verloren haben. Das wird ein ganz, ganz spannendes Spiel. Oder kommt jetzt die grosse Retourkutsche von IB oder gibt der FC Luzern noch einen oben drauf und schlägt sie zum dritten Mal? Nein, ist klar. Das ist natürlich auch ein bisschen im Hinterkopf, oder? Wenn du zweimal gegen Luzern verlierst, oder? Und eigentlich den Rest der Saison eine sensationelle Saison anlegst. Oder? Aber ich glaube, die werden auftreten. Und die wissen, ist klar, gegen, ist ein Göpp-Spiel gewesen. Im Göpp weiss man nie, da kann alles passieren. Aber ich glaube, sie werden vorbereitet sein und sie haben jetzt auch am letzten Wochenende oder, das Spiel wieder umdreht in der 90. Und das ist natürlich schon, sie haben das Vertrauen, es läuft alles, es läuft ein bisschen von allein. Sie müssen zwar immer wieder ein bisschen Gas geben, sie wissen, aber sie glauben daran. Also von dem werden sie in das Spiel gehen und sie werden probieren, das Spiel zu gewinnen und einfach durchmarschieren durch die Saison und so schnell wie möglich Meister wollen zu werden. Und IB ist vielleicht auch ein bisschen gekränkt, oder? Es läuft alles so super in dieser Saison, aber Luzern hat sie zweimal geschlagen. Das ist auch eine Frage vom Stolz, oder? Hat man das als Spieler nicht unbedingt? Doch, aber ich glaube, was die wichtigere Komponente in der ganzen Geschichte jetzt ist, ist der Cup. Ich glaube, sie haben sich wirklich im Unterbewusstsein weiss, okay, nach der Winterpause jetzt kann es nicht mehr viel passieren, wir werden eigentlich Meister wieder. Oder ist das Ziel, okay, wir haben das. Aber ich glaube, letztes Jahr wären sie gerne Göpp-Sieger geworden. Jetzt haben sie die Möglichkeit gehabt und gehen eigentlich sang- und klanglos gegen Luzern raus. Das kratzt sicher am Ego von dieser Mannschaft. Und ich denke, das wird ihnen im Hinterkopf sein, dass sie dort wirklich reagieren. Ist es purer Zufall, dass Luzern IB zweimal geschlagen hat? Sonst gibt es keine andere Mannschaft, die IB hätte bezwingen können. Das ist schwierig zu sagen, ne? Das ist klar. Nur der Fußball schreibt so ein Spiel, oder? Und ja, vielleicht ist es Zufall, oder? Es ist schwierig zu sagen, man weiß es nicht, oder? Aber klar, Luzern glaubt daran, die wollen die Punkte holen. Und ich glaube, der Thomas Häberle, seit er die Mannschaft übernommen hat, das gut gemacht. Er hat immer gute Spiele gemacht gegen Mannschaften wie IB und auch gegen Basel. Bei IB ist der Kevin Mbabu in Aussenverteidigung gesperrt. Für ihn wird wahrscheinlich der Thorsten Schick spielen. Wie verändert sich das Spiel von IB durch den Wechsel? Ja, das ist ja nicht das erste Mal. Also, er hat das sehr gut gemacht. Aber es sind natürlich schon zwei verschiedene Spieler von den Charakteren her. Der Mbabu ist natürlich sehr schnell, physisch sehr stark. Aber der Schick macht das auch ganz gut. Es ist nicht wirklich seine Position. Aber er ist eher jetzt weiter vorne, aber er hat das ganz gut gelöst. Und man muss sagen, sie haben auch mit ihm das Spiel gewonnen. Kommt beim FC Luzern das IB-Spiel zu einem guten Zeitpunkt, weil sie zuletzt zum ersten Mal unter Thomas Häberli verloren haben? Ich möchte nicht sagen, dass das abhängig ist jetzt gerade von der Situation, dass IB wieder kommt. Ich glaube, es ist sicher eine spezielle Affiche, weil der Thomas Häberli dort wieder als, sagen wir mal, als Berner Giel wieder auf seine Mannschaft eigentlich trifft. Aber ich glaube, es hat nicht viel Einfluss. Also, sie haben jetzt einmal verloren, sie haben einen guten Flow. Sie haben alle gemerkt, doch, es ist etwas gegangen. In dieser Mannschaft hat es wirklich einen Ruck gegeben nach dem Trainerwechsel, wo man mal, sagen wir mal, als positives Beispiel kann wirklich festhalten, dass ein Trainerwechsel eben gleich etwas bewirken kann. Und ich denke, es hat nicht viel mit dem Gegner zu tun, dass es zu einem richtigen Zeitpunkt kommt. Gaetano, du bist der Berater von David Vobaumos. Er musste ausgewechselt werden gegen FC St. Gallen. Kann man Prognosen geben, ob er spielt und vor allem natürlich auch, was die Fans interessiert, wie es ihm geht?
Ja, es geht gut. Also wichtig ist, dass es nicht zu schlimm war. Ich muss jetzt einfach Tag zu Tag einmal das ausmassieren und das ganze Hämatom aus. Dass das rausgeht, oder? Hat Flüssigkeit natürlich, aber hat gesagt, sei fraglich, jetzt mal schauen, nimmt jetzt jeden Tag. Und jetzt schauen wir mal die nächsten paar Stunden, wie es ihm geht. Und dann wird der Trainer mit dem Staff entscheiden, mit ihm zusammen, ob es Sinn macht, dass er im Goal steht oder nicht. Ja, und auch am Donnerstag spielt der FC Thun gegen FC Sion. Die Berner Oberländer, die haben die letzten 5 Spiele nicht mehr gewinnen können. Und ich möchte von euch wissen, wie man das Ganze beurteilen muss. Ist es eine Krise? Ist es einfach ein kleines Teufel? Oder was ist los? Krise auf höherem Niveau. Sie sind Dritte, oder? Sie sind Dritte als FC Thun. Sie spielen eine hervorragende Saison. Bess bringt jede Mannschaft, sagen wir mal, ein bisschen ausklammert, Mitte auf 36 Runden her. Und ich glaube, das sollten wir nicht überbewerten, werden sie intern auch nicht machen, wie wir das kennen, das altbekannte Spiel in Thun oben. Aber klar, sie haben jetzt auch andere Ansprüche an sich selber angemeldet. Aber ich glaube, das ist sehr auf höherem Niveau gejammert, wenn wir jetzt von Krisen und Unruhe oder weiss ich was reden. Sie sind jetzt langsam auch so ein bisschen die Ausfälle von Dennis Hediger und von Matteo Tossetti, die man gleich gespürt. Am Anfang haben sie es ja sehr gut kompensieren, aber jetzt vielleicht über eine längere Zeit, dass es gleich ein schwieriger wird, halt ohne die beiden. Ja, das merkst du halt schon. Offensiv sind das schon ganz wichtige Spieler. Und auch, dass der Sorgic hat im letzten Spiel wieder ein Goal gemacht. Aber vorher hat er auch jetzt mehrere Spiele kein Goal mehr gemacht. Und das sind dann wirklich wichtige Spieler, die Spiele können entscheiden können. Aber ich glaube, wie der Philipp gesagt hat, die sind in einer sehr guten Position. Sie nehmen das sicher also von außen her sehr ruhig, aber sie machen einfach weiter. Ich meine, das Ziel ist sicher, beim FC Thun nicht absteigen. Und jetzt sind sie auf dem dritten Platz. Und wenn sie jetzt die nächsten Spiele wieder anknüpfen können, dann können sie auch den dritten Platz bis am Schluss können sie auf dem dritten Platz bleiben. Man ist sich eigentlich auch gar nicht so gewöhnt, oder? Dass man über 5 Spiele nicht mehr gewinnt. Also es ist ja wie etwas Neues in dieser Saison. So ein bisschen für die Spieler. Ja, klar, das also macht niemand gerne. Ich denke jetzt mal am GC, wo jetzt eine lange Phase hatte, wo sie nicht gewonnen haben. Das haben wir gesehen, aber wenn man 5 Spiele nicht spielt oder nicht gewinnt, ist es lang. Ist es wirklich lang, das zehrt. Oder? Und, obwohl es Momentaufnahme ist, aber ja, niemand verliert gern. Jeder hat seinen Anspruch. Aber ich glaube, eben, wie gesagt, wir kennen das, was im Berner Oberland läuft. Das ist super, das ist gut, das ist ruhig. Und da werden sie sich auch nicht wirklich gross beirren lassen aus dieser Situation. Und darum, sie werden ihre richtigen Schritte rausziehen. Ja, und der FC Thun hat natürlich seine Qualitäten, sonst wären sie ja nicht auf dem dritten Platz. Und jetzt im Moment, wo es eben nicht mehr so gut läuft, geht es sicherlich auch darum, dass man sich besinnt auf das, was man eben gut gemacht hat. Der Markus Frey hat da mal ein bisschen genauer hergeschaut. Der FC Thun verdankt seine Spitzenposition vor allem im Angriff. Sie haben bis jetzt knapp 2 Goal geschossen pro Spiel. Wir schauen miteinander an, auf welche Art dass sie das gemacht haben. Als erstes sehen wir, dass sie bei einer Flanke viele Spieler im Strafraum haben. Gerade 4 Angreifer sprinten in den Strafraum. Der Stielhardt verwertet direkt und der Schweizer ganz links ist völlig frei und hätte auch noch eingreifen können. Kontern können sie auch. Der Goalie rührt sofort und genau ab und dann geht es schnell. Es entsteht eine 4-gegen-4-Situation, die sie brutal ausnutzen. Der Tossetti spielt eine präzise Flanke zum Sorgic, der nimmt den Ball mit viel Gefühl an und vollstreckt. 11,3 Sekunden von einem Goal zum anderen, das ist absolut seine Spitzenklasse. Passi Tiefe beherrscht sie auch. Der Sorgic holt zuerst Tempo, indem er querläuft und dann im richtigen Timing in die Tiefe sprintet. Er macht das Goal technisch hervorragend mit einem gefühlvollen Heber. Der FC Thun ist für jeden Gegner schwer zum Ausrechnen. Sie spielen variabel und haben schnelle, technisch hervorragende Stürmer. Wenn sie das bis zum Schluss durchziehen können, dann wären sie in Europa gekommen.
Wir haben es gesehen, die Qualitäten des FC Thun. Gibt es vielleicht Spieler, die nicht mehr so spielen wie in der Vorrunde? Ja, ist noch schwierig zu sagen. Jeder hat auch dort seine Schwankungen drin. Gerade ein Sorgic, der nicht mehr ganz so sagen wir mal, trifft wie neu in der Vorrunde. So die Selbstverständlichkeit auch an den Tag legt, fehlt vielleicht. Aber auf der anderen Seite gerade ein Stillhardt, wo jetzt auch noch torgefährlich wird. Nebst dem, dass er eher sagen wir mal, der Aufräumer war, wird er jetzt, bringt er eine Torgefahr mit, sogar mit dem Kopf, wo er die Körpergröße mitbringt. Und dann für mich fehlt so ein Element momentan wie ein Tossetti, der wirklich das Offensivspiel auch prägt hat, das Ganze auch variabel gemacht hat und ja, schnörkellos auch einen Sorgic können lancieren, wo ich glaube, die zwei sehr gut miteinander funktioniert haben. Was machst du jetzt als Marc Schneider, als Trainer, wenn du merkst, hey, meine Mannschaft, die so super war, ist so ein bisschen eine Krise drin? Ja, ist klar, er gibt ihnen natürlich das Vertrauen, dass sie das natürlich, dass sie daran glauben und wieder können, gewinnen können. Aber ich glaube auch, eben, es ist für die Spieler, die nicht spielen, ist es eine Chance, um hier wieder reinzukommen. Aber ist klar, ich glaube, die können einfach jetzt die Qualität, die fehlt, können jetzt die einfach nicht 1-1 ersetzen. Das ist natürlich bei IB oder Basel ist das eher die wissen die Situation. Und von dem her probiert er hier einfach seinen Weg durchzumachen und probiert hier weiterhin wieder die Siege reinzuholen. Und wenn es halt nicht läuft, absteigen können sie nicht mehr, sind in einer super Position. Ich glaube, wie gesagt, er wird positiv bleiben, aber ist klar. Also der Reiz ist hier, dass er will auf dem dritten Platz bleiben bis Ende Saison. Kommen wir noch zum Gegner, zum FCC. Oder Murat Yakin hat in den letzten Wochen gerne immer wieder die Aufstellung komplett auf den Haufen geworfen. Jetzt letzte Wochenende eine einzige Änderung. Warum plötzlich dieser Sinneswandel? Ja, anscheinend hat er seine 11, 12 Leute gefunden, wo er wirklich darauf auch setzt. Und, ja, wir kennen ihn. Er kennt den Fußball, er lebt den Fußball und ist für mich wirklich ein Fachmann. Also, er kennt sein Kader, das sehr gross ist im Malisunder, das wissen wir. Und vielleicht hat er auch sagen wir mal, die richtige Mischung noch nicht gefunden gehabt vorher. Ich denke, ja, Konstanz braucht es im Fußball, gerade auf so einem Niveau, dass du Erfolg haben kannst. Und jetzt scheint er wirklich seine 11 Leute gefunden, die dementsprechend erfolgreich sein können. Sind wir dann sehr gespannt, ob es gegen Thun wirklich so ist oder ob er gleich wieder alles umstellt. Kann alles möglich sein, glaube ich. Ich würde sagen, wir werfen noch einen Blick auf die Runde 27 mit allen Spielen. Es gibt nämlich zwei, wo wir noch einmal ganz kurz darüber reden. Lugano Xamax 10. und St. Gallen gegen GC Zangere. Lugano gegen Xamax, zwei Mannschaften, die im Moment die Formkurve klar gegen aufzeigt. Und gerade bei Xamax ist es spannend, wenn man die Rückrundentabelle anschaut. Wo wir schnell wieder aufschauen. Xamax aktuell natürlich über die ganze Saison gesehen auf dem Waraschplatz. Nur jetzt mit den Leistungen der Rückrunde auf dem vierten Platz. Es ist schon noch, wenn man so drauf schaut, denkt man sich, oi, was ist da in der Schweizer Liga los? Ja, es ist so. Ja. Also, der Anschein hat jetzt das übernommen. Und er hat das also ganz gut gemacht. Er hat die Mannschaft stabilisiert, hat das Maximum rausgeholt jetzt bis jetzt von der Qualität der Mannschaft. Und es läuft. Obwohl eben ein bisschen die Unruhe ist für die Zukunft. Oder dass sie schon entschieden haben, wer der neue Trainer ist nächste Saison. Aber ich glaube, er ist ein Profi und er weiß, um was es geht. Die Formkurve bei den Neuenburger die zeigt also trotz Paraschplatz klar. Gegen Ufem, letzten Wochenende, hat man gewonnen gegen FC Thun. Und jetzt hat man gar nicht so viel Zeit zum gross überlegen. Vielleicht auch besser so. Wir haben noch zwei Tage, ein bisschen zu erholen. Und dann wir müssen nach Lugano fahren. Und wie immer, wir müssen unbedingt etwas auch in Lugano mitnehmen, zu Hause. In unserer Situation, jedes Spiel ist so wichtig. Wir müssen unbedingt versuchen, immer einen Punkt zu machen. Heute hätte man das Gefühl haben können, das Motto von Xamax ist «You never walk alone». Ja, das ist ein schönes Motto. Ja, ja, aber das ist so. Ich denke auch. Und wir müssen dieses Lied in unseren Kopf immer mitnehmen. «You never walk alone», natürlich passend zur Vergangenheit von Stéphane Anschon bei Liverpool, aber es passt auch sehr gut zu Xamax. Du hast es vorhin gesagt, in der aktuellen Situation. Man hatte Wirbel im Club und hat dann im Wochenende gleich gewonnen. Nicht ganz so selbstverständlich.
Nein, sicher nicht. Es war sicher nicht einfach. Aber wie gesagt, er ist genug lang in dem geschafft als Spieler und als Trainer. Und er macht einfach seinen Weg. Und sein Ziel ist einfach, Xamax zu retten. Jetzt hat er 6 Punkte auf GC. Und jetzt wird er das auch probieren, in Lugano wieder da Punkte reinzuholen, wie er das gesagt hat. Und Lugano wird sicherlich schauen, dass der Raphael Nuzzolo keine Freistöße machen kann, oder? Ja, nicht nur. Es sind gut bedacht, dass auch die restlichen, sagen wir, 85 Minuten im Griff behalten können. Und dann kommen wir auch noch zum letzten Spiel vom heutigen Kickoff, nämlich St. Gallen gegen GC. Da gibt es bei beiden Mannschaften eigentlich nur ein Motto: Sie müssen Punkte holen. Gegen GC, jetzt ist heute noch rausgekommen, dass sie Forfait verlieren gegen Sion. Sie können zwar noch Rekurs einleiten, aber es sieht so aus, dass sie dort keine Punkte mehr holen können. Also ein Unentschieden reicht nicht mehr. Es ist 5:45 in Zürich. 5 vor oder 2 vor können wir schon nehmen. Aber wie gesagt, sie haben mir jetzt ein bisschen einen positiven Eindruck gemacht und dementsprechend werden sie auf St. Gallen gehen und sicher die 3 Punkte versuchen zu holen. Und St. Gallen darf man auch nicht vergessen, wenn sie jetzt unter der Woche verlieren und am Wochenende gegen Xamax verlieren, können sie Xamax aufholen. Dann wären sie plötzlich auf dem Barrageplatz. So ist es. Also, wie gesagt, St. Gallen, die letzten 3 Spiele haben sie verloren. Also, die haben auch richtig Mühe. Also, es ist sehr unkonstant. Und GC hat jetzt einen Punkt am Wochenende geholt. Die kommen mit einem kleinen Vertrauen, wenn sie Punkte auf St. Gallen, wenn sie die 3 Punkte, wenn sie heim auf Zürich bringen. Die Zeit ist vorbei. Merci vielmals, seid ihr da gewesen. Danke. Ja, und auch euch daheim wünsche ich natürlich ganz einen schönen Abend. Ich hoffe, wir können auch in der englischen Woche auf euch zählen. Macht's gut, bis gleich. Ade miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.